Yo, 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 yo. Kommen wir zum Judging der zweiten Folge der Top-Tier-Challenge. Wir haben eine vierköpfige Jury zusammengestellt. Was geht, Ladies and Gentlemen? Mein Name ist Antifuchs und ich judge heute die 100 Bars Challenge von Top Tier Germany. Hallo, ich bin Patrick Thiele hier bei Top Tier Challenge und darf mir 100 Bars anhören von diversen KünstlerInnen und bin gespannt, was daraus wird. Was geht, Leute? Ich bin's, Marvin Game aus West-Berlin, Moabit. Ich bin's, Iron aus Bonn. Yes, und wir sind heute hier und auf diesem Laptop, da guckt mich Tierstar schon so ganz sympathisch an. Und ich glaube, gleich gucke ich mir hier ein paar Rapper an, die 100 Bars bitten. Yeah, und dann sagen wir euch mal, wie wack ihr seid. Let's go. Dann lasst uns am besten keine Zeit verlieren und direkt in die Reaction gehen. Ich bin gespannt, welche beiden Teilnehmer die Judges nach vorne wählen, wer da favorisiert wird. Let's go. Es gibt wahrscheinlich keinen Swag-Trap-Dude, der so spitten kann. Das kann ich garantieren. Okay, große Fresse. Swag-Trapper, hat er gesagt, ne? Ja, die Formulierung ist ein bisschen hart manchmal. Aber er hat ja auch selber gesagt, dass er so cringe ist und so. Ja, Mann, genau. Ist ein Weltbürger. Ja, so auf cringe. Safe, safe, safe. Represent, represent! UDG, glow up, you already know, man. Ich will jetzt noch mal sehen, was er da rausholt. Seine Karate-Medaille oder was? Let's go, 95 Boss. Represent, represent, represent. Da wird die Chain auf jeden Fall. Was ist das? Ein Bitcoin oder was ist das? Vergesse, nachdem ich 80 Kilo beim Fitness presse. Oh, stark. 80 Kilo presst er. Das ist ja auch eigentlich gar nicht so viel, oder? Oder? Also, das ist gar nicht böse gemeint, aber ich feiere den Flex mit nicht so viel zu flexen. Das ist geil. Sympathisch. Ich bin jetzt, also Bro, ich bin jetzt ja auch kein Pumper oder so. Was sind das? 80 Kilo beim Fitness ist doch nicht viel, oder? Oder geht es so um oder vielleicht oder er macht diese 8-Mile-Taktik? Vielleicht ist Dings, metaphorisch. Er meint 80 Kikis. Nein, safe auch nicht. Safe nicht. Weil er danach ja auch noch über den Bizeps rappt. Ja, Mondfinsternis, wenn er seinen Bizeps presst. Hä? Ist Mondfinsternis nicht auch so ein Kollega-Ding? Hat das nicht irgendwas mit Kollega zu tun? Bro, vielleicht kommt gleich noch so dieser Switch, dass er das... Ja, yeah, okay. Mondfinsternis, wenn ich meinen Bizeps flexe, fühle mich wie Felix, wenn ich über Binde spreche. Ah, guck! Felix ist Kollege. Felix Antoine Blume meinte. Der okay, ist okay. Krass. Gut, dann, das, ich, also ich weiß nicht was genau, aber ich weiß, dass irgendwas... Kollege hat, glaube ich, ein Album, das heißt Mondfinsternis oder so. Ein Song hat er, ja, Mann. Oder ein Song. Sie hängen auf meinem Dick wie eine Pimmelzecke. Hä? Auf was? Was hängt an seinem Dick? Pimmelzecke ist immer hart, aber das ist wieder Pluspunkt. Deine Oma ist ein Cougar, so wie Kimmy Cattrall. Eine Nacht mit mir und jetzt bin ich ihr Lieblingsenkel. Ganz ehrlich, Mütter, okay, aber lass mal die Oma aus dem Spiel, Bruder. Die müssen immer durchrappen, ne? Die rappen nie eine Hook oder irgendwas, dadurch ist das nie hittig, ne? Okay. Krass, wie man so als Industrie-Heinrich die ganze Zeit wartet, wann kommen denn jetzt so die hittigen Momente. Deutschrap ist ein Saftladen wie Lidl-Märkte. Doch, die Line war hart. Ey, ich sag dir, zwischendurch ist aber auf jeden Fall was Gutes dabei. Er hat manche Bars, also er rappt so auch solide. Das ist jetzt so eigentlich alles nicht wack. Aber dann so diese, das sind auch diese Moneyboy-Type-Bars. Zwischendurch, was er sagt, kackt rein. Diese, wenn du das so a cappella mit dieser Betonung rappen würdest, dann wäre das noch geiler. Dieses deutsche Rapper sind Saftläden wie Lidl-Märkte. Ja. Weißt du, dann würden die Lines noch härter kommen. Weil ich glaube, das ist doch das, was der meinte, mit wo der herkommt, mit seinem Swaggy-Trap-Shit und so. Mhm. Wie ich spreche, macht sie heiß. Mikrowelle. Ich finde, das klingt so ein bisschen so, als wäre der auf so einen Double-Rhyme-Generator gegangen und hätte einfach so jeden dieser Endreime einfach irgendwie eingefügt. Er ist doch jetzt seit 2 Minuten auf diesem Fingerbrecher, Splishy-Splash. Ich glaube, der macht doch jetzt eine Minute noch weiter auf diesem Reim. Was ist ein Double-Rhyme-Generator? Ja, Dicker. Einfach, wo du eingibst deinen Doppelreim und dann kommen 500 Doppelreime. Dann findet der Fingerbrecher auf Splishy Splashe. Ja, okay, das Splishy Splashe kam, glaube ich, von ihm, so viel lassen wir ihm, aber ich glaube, dieses ganze. Was hat okay, der okay, keine Ahnung. Den Vorwurf würde ich mir jetzt hier mal. Für jede Bitch, die ich gefickt habe, trick Baby, wie es ist. Das sind doch alles keine Reime, die dir eine AI geben kann, Dicker. Nee, Dicker, ich sag doch nicht, dass er das gemacht hat, um Himmels Willen. Kein Vorwurf, aber es klingt so, als würde er einfach. Die immer weiter Reime suchen den für diesen Link einen Endreim. Ja, okay, und du immer ja weiter runter in diesen einen monotonen Flow. Musst du ja nur Reime Nein, suchen. Brauchst du natürlich nicht, Bruderherz. Aber wer weiß, heutzutage, Leute brauchen es auf jeden den Fall. Den musst du mir mal schicken. Ja, mach ich. Für mein nächstes A Cappella, für meine nächsten 100 Bars. Da brauche ich noch einen Double Rhyme Generator. Mhm. Wunderpunkt für dich, weil dein Crush dich nicht beachtet. Was du da hast, ist kein Haarschnitt, Bro, das nennt man eine Glatze. Und
Der hat auf jeden Fall einen Feind mit Glatze. Diese Anti-Glatzen-Bars hier, Digga. Also vor allem, er hätte ja im Interview mit dir, hätte er ja noch ein paar andere Sachen sagen können. Du hast so, oh, was sind so die Themenbereiche? Ja, also ich habe ein paar Glatzen-Bars, dann schreibst du über ein Groupie, was Kinder haben will und so. Ja, krass. Er hat schon, er deckt viele, bei 100 Bars hast du ja auch viel Zeit, viele Themen abzudecken. Jetzt, wer weiß, was noch kommt, Alter. Ist einer von den anderen hier dabei, der Glatze hat? Hat er sich einen ausgesucht? Oder weiß man überhaupt, wer die anderen sind? Also weiß er? Nee, er weiß gar nicht, wer die seine Konkurrenz. Und durfte denn den Beat selber picken? Ja. Okay. Ich hingegen mache den Content, zu dem du fickst, mein Bre. Das lassen wir mal so stehen. Ich bin mit hübschen Frauen im Backstage und schmeiß Hunnis, komme auf die Stage und mein Face riecht immer noch nach Pussy, Dicker. Achso, und jetzt soll ich was dazu sagen, ne? Okay. Also ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Er hat echt eine große Fresse. Ich dachte, da kommt jetzt echt so was stabil, würde ich sagen. Auf jeden Fall reimetechnisch würde ich jetzt, hat er sich auf jeden Fall Mühe gegeben, was sich aber irgendwie so ein bisschen monoton von der Delivery angehört hat und uninspiriert so. Ich finde es total faszinierend bei ihm, ne? Ferry heißt er, glaube ich. Das gibt Lines, wo ich gar nicht weiß, ob der die ernst meint oder ob das humorvoll ist, und dann gibt es wieder Lines, die kommen total ernsthaft rüber. Digi, ich weiß, ich schwöre, es fällt mir super schwer, ja, einzuschätzen, ob der cringe ist oder ob der das extra macht, Alter. Ich glaube, es ist ein Mittelding, Alter. Ich fand das solide. Also es hat mich jetzt nicht irgendwie ganz krass überzeugt. Der hat ein paar coole Bars, der kann spitten. Hier geht es ja aber auch darum, dass die am Ende auf der Bühne auftreten sollen. Und der hat ja ein bisschen Bühnenerfahrung. Der hat ja schon ein paar Shows gespielt, hat er erzählt und so. Und kann mir vorstellen, dass der gut Stimmung auf der Bühne machen kann mit seinen Swiggy, Spliggy, Splishy, Splashy-Style. Echt, ja? Doch, ich denke, der sieht so aus, als ob der so auf der Bühne Welle macht und die Leute zum Moshpit animiert und so. Ey, das ist faszinierend, ne? Es ist, also ich glaube im Normalfall, wenn ich das hören würde, wenn man mir das als Demo vorspielen würde, dann um das möglicherweise zu veröffentlichen, dann würde ich da relativ schnell, glaube ich, auf Durchzug schalten. Und trotzdem finde ich es faszinierend. Also ich höre es eigentlich jetzt hier, das ist faszinierend. Ne? Was ich damit sagen will, ist eigentlich eher was Positives. Ich gebe dem hier jetzt aufgrund dieses Formats eine viel längere Chance, das zu hören. Und finde es tatsächlich auch faszinierend, weil da echt ein paar Lines sind, die mich ja trotzdem ansprechen. Und wenn wir das jetzt bei mir im Büro gehört hätten, dann hätte ich wahrscheinlich schon längst auf Durchzug geschalten. Das ist faszinierend irgendwie. Faszinierender Act. Kennst du, ich kann nur das bewerten, was ich gesehen habe. Und ich sage, ja, okay, so, ist so, wie das du ist, sagst, ja, ist solide. Ey, es ist solide, aber nicht ein Deut mehr und aber auch jetzt nicht ein Deut weniger. So, der kann schon irgendwie ein paar Bars schreiben und hier und da den Takt treffen. Aber es, im Großen und Ganzen muss ich ehrlich sagen, so holt mich das nicht ab. Also es, mir fehlt dieses cool, Catchy. Ich finde es cool, dass der sich in dieser Battle-Rap-Welt findet. Ja. Und da so Bock drauf hat. Ja, weil das haben ja wenige Leute, die sonst Musik irgendwie jetzt schon jahrelang machen, die dann irgendwie aus der Musik heraus in Battle Rap landen oder wieder landen. Und habe auch schon ein, zwei A Cappella-Sachen von ihm gesehen, die ganz cool waren. Okay, ja, ja. Safe. Aber das ist alles natürlich jetzt meine voreingenommene Geschichte. Wenn ich nur das gesehen hätte, wäre ich wahrscheinlich ähnlich wie du. Ja, das ist das Ding. Ich kenne halt nur das und ich will auch ehrlich und fair sein, auch den anderen gegenüber. Aber auch, ich will ihn noch gar nicht fertig machen, im Gegenteil. Mir fällt es nur schwer, ihn so zu greifen. Ich denke mir so, okay, waren jetzt zwei, drei Glatzenlines hier und da, dein Face riecht nach Pussy. Und Fitness. Und Squishy, Sprashy und so. Und 80 Kilogramm im Fitnessstudio. Genau, und die 80 Kilogramm im Fitnessstudio. Ich glaube halt, er macht es bewusst so ein bisschen cringe. Das ist, glaube ich, seine Art und Weise. Aber für mich ist es schwierig zu greifen, so auf den ersten Blick. Ist jetzt nicht, vor allem, er will ja hier auch diese, ich zeig jetzt mal, was ich drauf habe in Rap. Und dann war aber doch ein bisschen viel splishy-splashy. Ja, genau. Mit der Ansage auch. Das ist immer das Ding auch bei diesen viralen Videos bei TikTok, wenn du so siehst, so ein Kämpfer macht so 10 Runden lang Faxen und kriegt dann übelst die Fresse, poliert so. Das ist für mich so ein bisschen, immer wenn du große Töne spuckst, dann erwartet man natürlich auch mehr. Ja. Und das war jetzt so ein bisschen, ja, so. Voll. Hätte er am Anfang einfach gesagt, ich habe mein Bestes gegeben, bla bla, ich wäre jetzt, glaube ich, nicht so judgy. Aber ich muss gerade sagen, ja, cool, aber auch nicht mehr. Also so 6 von 10, Alter. Der ist ja auch nicht hier, um dem Fallobst der Reste zu geben. Also ich fand, also die Fresse war größer als die Delivery letztendlich. Hätte so delivered, wie er die Fresse am Anfang gehabt hätte, geil.
dass er so ein bisschen runtergerattert, fand ich so. Aber stabile Leistung. Ich will erstmal, glaube ich, die anderen so ein bisschen gucken, bevor ich mir irgendwie das Maul zerreiße oder sowas. Ich schreibe mal stabile Leistung. Etwas monoton fand ich schon. Aber gucken wir uns erstmal die anderen an. Ne? Ich habe 3 Sachen im Petto. Zweimal Beat Switch. Zweimal Beat Switch? Ah, sympathisch. Finde ich auch. Das heißt, du ziehst nicht nur eine Schiene durch? Ja. Bruder, ich mach genau das, was ich will. Er ist richtig süß, Digga. Ich find ihn übel sympathisch. Er ist richtig süß, Digga. Ich mag ihn. Ich mag ihn richtig. Ich, mal gucken, ich bin gespannt. Killer-Team. Er macht einen sympathischen Eindruck. Ey, einer hat Essen und der andere kein Cent mehr. Geiler Beat, Alter. Doch hast du ne Knarre, wollen sie dich verhaften. Du kannst kopieren gehen, wenn du meine Texte liest. Aber ihm merkt man voll, er fühlt das voll, ne? Er will das unbedingt. Und gleichzeitig merkt man, dass er, also behaupte ich, dass er noch nicht ganz so viel Erfahrung vom Mikrofon hat, so. Aber der ist auf jeden Fall voll mit dem Herzen dabei. 10 von 10, sie ist eine 10 von 10. 10 von 10, sie ist eine 10. Warum habt ihr ihm kein Autotune gegeben? Warum durfte er kein Autotune? War das nicht erlaubt? Es tut mir voll leid, Alter, weil der ist wirklich ein korrekter Kerl. Wie sag ich das jetzt? Das ist nicht, gemein, den lasst ihr hier auflaufen, Leute. Sie ist ein Dekolleté, sie ist eine 10 von 10. Aber wie hat eine Antifuchs reagiert, als sie das gehört hat? Schlecht, doch du gönnst mir alles, weil du weißt, ich leb echt. Gott nahm viel. Finde ich viel besser als das gerade. Jetzt auch nicht krass oder so, aber. Der Beat davor war halt. Alles, was du weißt, dass ich morgen wieder da bin. Weil ich habe für mich persönlich die Herausforderung, ne? Normalerweise, eigentlich möchte ich sofort skippen. Ne? Das hat wirklich nichts mit guter Musik zu tun. Ne? Aber ich will den jetzt auch nicht runtermachen. Ich bleib dabei, dass der einfach noch 1-2 Jahre wirklich an Skills fallen muss. Arbeiten muss und dann wird das auch was. Machen, ja. Aber aktuell ist das so ein bisschen noch so zu inspiriert bei anderen, zu sehr. Ja, Bruder, wie oft haben wir letztes Jahr 10 von 10 in irgendwelchen Songs gehört? Das ist halt einfach genau das. Ja, und dann ist auch keine super krass innovative Melodie oder sowas. Aber die Stimme gefällt mir und der hat auch ein Taktgefühl, aber der muss ein Jahr lang noch feilen. Und ich sag dir, wenn der motiviert bleibt, das ist das Wichtigste sowieso immer. Er muss seinen Charakter behalten, weil das ist so das Stärkste, was er hat. Er kommt auch wenn es alles jetzt nicht so geil ist, er kommt, finde ich, als Person immer noch gut weg. Also ja, safe. Ich glaube, ich mag ihn als Typen, aber ich werde die Musik ein bisschen vorspulen, vermutlich. Ich versuch's so positiv wie möglich zu betrachten hier. Ich will noch gar nicht roasten, null. Nö, wenn er aber roastwürdig wäre, dann sollten wir ihn auch roasten. Und diese 10 von 10 Hook war schon das hart. Das war roastwürdig, gar keine Frage. Ich hab. Aber lass mal noch den nächsten Beat-Switch hier mitnehmen. 10 von 10, hier ist eine 10 von 10. Mein Vater zog mich groß, irgendwann kriegt der Enkel. Das ist doch hier. Immer, das ist doch der Bonner-Shit, Digga. Immer, das ist doch genau dein warum macht der nicht nur hier? Das, Bruder, ja? Seit wann sind alle Sandmann, Bruder, ich hab Ängste. Bruder, warum nicht direkt so, ja? Ja, hart. Er performt doch auf einmal ganz Überhart. Anders. Überhart. Ja, das ist dein Stil, Digga. Bruderherz. Ja, ja. Direkt nochmal 3 Punkte nach oben. Wayne. Okay, Wayne. Interessant mit den Beat Switches. Wie sage ich das jetzt am besten? Ich fand den dritten Beat besonders dope. Sagen wir es so. Meiner Meinung nach hätte er einfach 100 Bars auf den Beat machen können. Ich fand auch seine Delivery auf den am freshesten. Ich fand aber richtig cute und sympathisch, dass er auch so andere Seiten von sich gezeigt hat und auch so voll so diepe Sachen so am Anfang erzählt hat. Und da, ich glaube, auch eher gar nicht so der Flow, sondern auch die Aussage auf jeden Fall sehr, sehr stark war. Und das ist auf jeden Fall Respekt dafür, damit auf jeden Fall in so einen Contest zu gehen. Sehr interessant. Auf jeden Fall fand ich aber sehr, sehr gut, dass er am Ende noch mal so ein paar Bars gespittet hat. Da fand ich auch Flow auf jeden Fall hat mir am besten gefallen und so geschmacklich auf jeden Fall. Interessant mit den 3 Beat-Switches. Also was ich sagen muss, er hat echt einen guten Beat-Geschmack, ne? Er hat einen guten Beat-Geschmack. Das ist als Rapper durchaus eine Qualität, insbesondere wenn man live auch
dann irgendwie am Start sein möchte. Das war es dann aber auch. Ja, also dritte war auf jeden Fall viel, viel besser. Die ersten beiden waren Fail. Also ja. Zweite richtig Fail. Dritte war gut. Also vor allem kam es gut rein. Und wenn ich jetzt gehe ich wieder in diesen Kopf von, was macht der live? Und ich sehe, wie er diesen dritten live performt. Und wie alle am Anfang so, oh, wow, geiler Beat, so machen so ihre Arme hoch. Und nach 8 Bars haben alle die Arme wieder runter und wissen nicht wohin. Ja, ja. Und da, glaube ich, da bin ich dann noch viel mehr bei dir, wo ich sage, gib dem Typen 2 Jahre und arbeite genau den Shit aus, dann killst du auch live alles. Aber es ist halt natürlich auch krass, Leute auf eine Bühne zu packen, vor volles Publikum, die keine Bühnenerfahrung haben. Dafür musst du es halt so Gott gegeben haben. Dafür musst du es im Blut haben, um dann schon, also von Anfang an krass zu performen. Oder ja, halt voll schwierig. Ich stimme dir voll zu. Die ersten beiden waren wirklich, die waren nix. So. Man hat trotzdem das Potenzial gerochen, weil man merkt es. Aber mit dem letzten auf jeden Fall nochmal, mich persönlich nochmal abgeholt auf jeden Fall. Weil es einfach auch meine Art und Weise von Beats ist und so, was ich feiere. Aber abgesehen davon auch einfach flüssig geflowt. Das erste Mal auch, dass ich Bock hatte zuzuhören. Und ja, wie gesagt, ich bleib voll dabei. 2 Jahre noch und dann wird der Maschine sein. Und für das 10 von 10 Dingen gibt es von mir paradoxerweise leider nur 3 von 10 und für das letzte auf jeden Fall dann 8 von 10, weil das war einfach. Das ist krass, bei dem letzten Ding merkt man, dass es ihm am meisten liegt, finde ich. Ne? Also wenn ich er wäre oder ihn beraten würde oder irgendwie so, dann ich hätte die ersten beiden Sachen, glaube ich, weggelassen. Das liegt ihm vom Stil her am meisten. Ich bin gespannt, was thematisch noch so kommt und lyrisch. Er hat auf jeden Fall, wir wollen noch nicht zu viel sagen, was wir denken. Warte, ich muss mir kurz meine Notizen hier machen, dann können wir weiter gucken. Weil ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb. Ich habe heute schon 3 Joints geraucht, Leute. Jetzt muss ich aber doch sagen, wenn ich mir jetzt so, also erstmal, ich habe immer noch Ohrwurm. 10 von 10. Und jetzt stell dir halt vor, so Dicker, vor so einer Crowd, 5000 Leute. Leute holen so ihre Feuerzeuge raus und alle machen so. 10 von 10, kann man schon mitmachen, weißt du? So es ist, so, ist auch alles nur eine Geschmackssache. Halt so eine, safe, es ist nur eine Geschmackssache. Für so eine Mario Barth Crowd mäßig, die wären am Start, glaube ich, dann bei 10 von 10. Vielleicht einfach auch der Zeit voraus gewesen damit. Nee, lass mal auf. Nein, das ist einfach nur, ganz ehrlich, ihr hättet ihm Autotune geben müssen. Das ist eure Schuld. Ja. Das ist eure Schuld. So, ja, oder ist Autotune nicht Hip-Hop? Aber es war ihm einfach Wayne. Hätte er gedurft? Wayne, warum wolltest du nicht Autotune? Bruder, war dem Wayne. Minimum Melodyne. Ja. So ein wenig, oder ein bisschen Hall wenigstens, weißt du irgendwas? Ihr habt den wirklich auflaufen lassen, offiziell. Ja, okay, komm, next one. Mein Name ist Aborash und ich komme aus Bonn. Warum kenne ich dich nicht, Bruder? Ich habe das erste Mal bei Top Tier Takeover an der Cypher teilgenommen und im Anschluss dann bei Ist Doch Nur Rap. Und wie war er bei Ist Doch Nur Rap? Oh, sehr gut. Daumen und Augenbraue nach oben. Ist eigentlich sehr krass, dass es jetzt auch wieder... Auf jeden Fall habe ich hohe Erwartungen, weil er ist ein Bonner Rapper, den ich nicht kenne. Das kommt auch nicht oft vor. Und du weißt auch, ich bin Bonner Bürgermeister. Ich muss jetzt auf jeden Fall, er darf mich nicht enttäuschen, ja. Aborash. Ey, Aborash, der wirkt schon so, dass der gleich richtig rasieren wird. Der wirkt schon so. Ne? Ich bin sehr gespannt auf seinen Song. Yeah. 5-3. Yeah. Jetzt gucken wir uns Aborash an. Von ihm der Beat. Kugeln formen aus deinem SL, ein Luxusgrab. Und du schläfst für immer. Ey, jetzt schon fresher Beat, geile Delivery, wirkt nice. Ja, das ist krass. Wir können ja nicht immer nur stoppen, wenn wir was nicht gut finden. Ja, das ist ja richtig gut. Nee, ist krass. Der rappt stabil durch, der hat eine geile Performance. Ich weiß nicht, wie der das auf der Bühne macht. Weißt du, weil das ist so laid back. Und wenn du jetzt ein Crowdrocker sein sollst, dann weiß ich nicht, ob der Style das ist. Weil jetzt auch die Bars waren jetzt auch nicht so eine Dings-Bars, wo du so auf nur wegen den Bars krass. Aber ich glaube, er ist Chamäleon, dass er sich anpassen kann. Nach dem Motto, der hat es extra dafür produziert, extra dafür eingerappt. Und man hört ja jetzt Skill. Also ja, und so. Man hört auch, dass er sich Gedanken macht. Alleine nur, dass er so sich schon die Mühe macht, also erstmal, dass er selber Beats macht. Und dann aber auch diese Momente, die er in den Beat einbaut, die dann mit seinen Lyrics mitspielen und so. Schön, der weiß, was er da macht. Also aus welcher Ecke der aus Bonn kommt, habt ihr nicht, ne? Krass. Ja. Crazy, nee, lass mal weiterhören. Kick Bars und mache Beats, die machen Boom, Chuck, Boom mit den Drumstick. Und das feiere ich, ne? Wie man trotzdem so mit Boom, Chuck, Boom, das ist ja jetzt nicht das Härteste, was du rappen kannst. Und er bringt es trotzdem nice rüber. Also es wirkt nicht lächerlich und gleichzeitig bringt es eine Freshness rein. Nice. Und Beatsplatten in Fließjacken für die Dinge, die wir nie hatten. Ich hätte es krass gefunden, wenn er die ganzen 100 Bars so gerappt hätte. Das wäre krasser Style. Weißt du, wenn das so dein...
Whisper. Ja, aber es war ja nicht nur Whisper, da war ja auch so eine gewisse, so, es war schon noch sehr rau auch irgendwie, da war so Druck in dem Flüstern. Ich würde doch interessieren, was er für ein Landsmann ist, weil er auch diese Politik-Talks reingebracht hat und so. Und jeder, der mich nicht fühlt, kann sich gern ficken. Hast du gerade ernsthaft gestoppt und geguckt, was er für eine Uhr anhat? Ja, safe, ist auch wichtig, Alter. Ich bin Uhrenfanatiker. Hippos kommen auf mein Sofa bei und atmen ein. Mama meinte, graue Wolken halten nicht für lange Zeiten. Eines Tages gehen. Und was hat er für eine Uhr an? Ich weiß nicht, ob es ein echtes Brudi ist. So ein Fanatiker bin ich auch wieder nicht, Dicker. Und Brisa Berger muss man aufpassen. Nee, aber ist geil, Dicker, ja. Von Bonn bis nach Berlin. Yeah. Es ist echt nice, ne? Auch teilweise nicht nur im Vergleich zu den anderen. Ich glaube dem gerade jedes Wort, ne? Also das ist so einer, boah, da würde ich mir sogar fast überlegen, die Straßenseite zu wechseln, weil der ist so, also nein, würde ich nicht, aber weil ich erstmal ein netter Typ bin, aber der wirkt so, als wenn du den blöde anlaberst, dann quatscht der auch nicht lang, ne? So, fresh. Ja, dope, cool, brauchen wir gar nicht viel reden. Safe. Dope, ich fand ihn bisher, glaube ich, am besten tatsächlich. Ich finde, der war sehr, sehr, sehr sicher auf seinen Beats. Ich fand sehr sicherer Beat-Switch auch, sehr sichere Delivery. Text hat mich auch auf jeden Fall abgeholt und fand ich jetzt einfach sehr, sehr stabil, sehr dope, sehr, sehr nice, sehr nice. Props auf jeden Fall. Das fand ich nice. Der ist auf jeden Fall richtig nice, ne? Also ist jetzt für das Format hier wahrscheinlich also eben so viele Bars gerappt, so, aber. Bei dem würde ich mir echt gerne mal einen richtigen Song hören wollen mit Hooks und so weiter und so fort. Drei Ausrufezeichen bei dem jetzt gemacht. Fresher Typ, Alter. Abu Rush auf jeden Fall bisher der Beste, meiner Meinung nach. Ja. Ist einfach ein MC-Brudi, der rappt auch einfach krass, hat auch einfach Wörter drin, die man noch nicht gehört hat. Relativ konkurrenzlos unter den ersten drei, aber auch weil der zweite halt so die falsche Taktik gewählt hat. Ja. Das fand ich gut. Abu Rush, das hast du sehr gut gemacht. Wir gucken weiter. Was hast du uns mitgebracht? Drei Tracks. Ja, ist auch ein bisschen am Konzept der 100 Bars vorbei hier, wenn alle ihre drei Beats rappen und so. Das geht ja gerade darum, dass du mit 100 Bars, aber wenn ihr einen Crowdrocker haben wollt, dann ist auch 100 Bars vielleicht nicht das Richtige. Bei der Crowd müssen die nicht 100 Bars. Ja, klar, aber ich meine, das ist ja, wonach man jetzt sucht. Deswegen haben sie vielleicht schon dann die schlauere Strategie gewählt, weil sie dann dadurch überzeugen können, dass sie auch live mit Vielfalt jemand abholen können. 3 Uhr nachts ruft er mich an und sagt so, ey, morgen willst du mitkommen? So, okay, Alter. Also hat er das erst am Tag vorher erfahren, dass er da am Start ist? Okay, das okay, du hast immer ein bisschen was im Petto. So habe ich auch noch ein bisschen verschlafen, also ich kam ja ein bisschen später. Mal schauen. Er hat die typische Berliner Arroganz plus Ignoranz. Obwohl er am nächsten dran ist hier. Ja, aber darum geht's ja. Genau deshalb, ja. ihr fahrt hier alle her. Das ist so wirkt der. Also ich hab meinen Text, den hab ich gerade geschrieben. Ja. War auch ein bisschen spät so. Ja. Sie hat meinen Song, aber weiß nicht, dass es von mir ist. Ich schäme mich für die Szene, weil fast alles nur kopiert ist. Da würde mich ja jetzt interessieren, hat er mit Absicht so eine Referenz drin, so, ne? Laylo, Master P, dann kriegt er mich. Ansonsten, wenn es aus Versehen ist, dann würde ich gerne weiter skippen. Klingt wie alle Berliner, die am Start sind. Aber ist gut. Also das ist, ja. Ist glaube ich, der Style einfach gerade. Ja, ja. Aber das liegt dann auch noch an dem Beat, weil Ross hat auch immer diese G-Unit-Beats. Ja, ja. Ey, aber er ist wirklich besser als ich dachte auf jeden Fall. Das ist diese Laidback-Style auf Dauer. Ich habe gar nichts erwartet. Ich finde es gut. Ich finde auf Dauer ein bisschen nervig, Bruder, wenn er die ganze Zeit diese wie auf 17 Joints einfach so. Bei 100 Bars ist es halt nervig. Wenn du 12er hast, dann ist geil. Aber. Auch live, denke ich jetzt auch. Das hättet ihr mir nicht sagen müssen. Ich sehe die halt alle jetzt live auf der Bühne genau das machen, was sie da machen und denke halt, wie die Crowd dann so an ihr Handy geht. Nicht, weil es nicht gut ist, sondern weil es halt einfach, das ist halt nicht die Art und Weise, wie du auf der Bühne einen Song performst. Das ist halt, wie du bei 100 Bars am Mic einen Song performst. Aber das ist sein Job in dem Case. Ja, voll. Ist ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, auf so richtige Trapper und so könnte er wieder krass kommen. Und so. Aber ich würde mir bei dem wünschen, mehr Energie, einfach mal 2 Espresso trinken und dann nochmal reingehen. Ja, mal schauen. Vielleicht switcht er ja den Stimmeinsatz noch. So dir bitte wieso, bist du wieder am Plane? Kurzer Stopp, kein Stopp auf the Lane. Das ist der dirtiest Rain, fix so wieder mein Kopf, baby, I'm in my game. Das Live ist hart. 100%. Das Live ist hart. 100%, er hat mich abgeholt. Ich glaube, ich brauche gar nicht mehr weiter gucken, weil hier hat er mich abgeholt. Das auch live, der ist on point, wo sein Flow sitzt. Ja. Zum Beispiel der Erste, der hat diesen Dings-Flow gemacht, diesen... dieser abgehakt. Und die Stimme ist krass, ehrlich, wenn er so krass rappt, wie er rappt, ist die krass. Der muss gar nicht so dieses tiefe Miefe. Ja, es ist viel vernuschelt und so, aber das ist geil. Ich find's geil. Also, so wie es jetzt meinst du, ne? Ja, ja. Findest du das? Ich finde, dass das davor
auch viel akzeptierbarer macht. Das ist gut. Das ist on point. Feier ich auch mehr. Safe. Oh, der Staat nimmt Eltern ihre Kinder weg. Mein Bruder hat 5G, doch damit meint er nicht sein Internet. Warum haben denn alle diese, also, nee, warum, ich will darüber gar nicht lachen, aber warum haben alle diese politischen Lines hier auch mit drin? Hat er? Na, er hat doch auch gerade hier gesagt, mit Staat nimmt den Eltern ihre Kinder weg. Die anderen beiden haben darüber gerappt, über Waffenexporte und so. Ja, Digi, die Welt ist halt gerade gefickt, ne? Ist so, das halt, die Leute ist wahrscheinlich einfach halt. Der Tonus, einfach, ja, du hast recht. Aber es kommt dann immer so von Seite. Weißt du, gerade hat er noch über die Baddie gerappt und so und dann auf einmal... Und danach auch mein Bruder hat 5G und so. Und so. Nee, ja, Mann. Also ist cool, freut mich, dass das Message reinkommt. Vielleicht, weil... Ich finde seine Stimme auch erfrischend. Das ist so dieses Hohe und wenn er dazu steht, so, also genau das Gegenteil von dem ersten Ding, sondern so wie beim zweiten und dritten Rap, überkrass. Ich warte auf die nächste Runde, Baby, muss auf Anruf warten. Hm. Okay, ich fand tatsächlich... Also, wo fange ich an? Also, ich fand Esmo, ich weiß jetzt nicht, ob es an der Mische lag oder ob er echt ein bisschen genuschelt hat. Ich weiß es nicht, ob es am Mix liegt. So. Das, aber es könnte auch ein bisschen liegen, dass die Box da hinten steht und der Mix ein bisschen dumpf war. Ich fand aber gerade auch am Anfang war die Delivery schon irgendwie noch so gelangweilt. Vielleicht ist es auch einfach sein Stilmittel. Also es ist schon crazy, ne? wie unterschiedlich das Level der Leute bis jetzt ist, finde ich. Durchaus alles gut gerappt, alles cool. Aber ich würde da gerne 3+ zitieren. Rappen ist wie Fahrradfahren, Standardkram kann man dann. Das ist so, ne, er kann rappen, so, der trifft einen Takt und irgendwie reimt sich da auch was. Aber irgendwie kommt da bei mir zumindest nichts an. Und der ein bisschen schade dann fast schon. Und wenn ich das vergleiche mit dem Ferry oder auch mit dem Abu Rush, dann liegen da auf jeden Fall Welten dazwischen. Ja, er ist richtig gut. Ja. Er ist, also no offense, aber er ist viel zu gut für so eine, also so eine Challenge. Nicht jetzt, dass man da nicht mitmacht, wenn man nicht gut ist, aber er hört sich an wie, er hat hier richtig fertige Songs, als ob, also vielleicht ein Mix und so könnte dann krasser sein oder was weiß ich, weil das ist ja so live performt, aber das ist komplett on point. Das ist richtig krass. Gut. Er ist krass. Würde mich gar nicht wundern, wenn der schon 3 Songs mit ein paar Millionen Aufrufen hätte. Mhm. So, der ist richtig gut. Ich finde, das erste war halt irgendwie ein schlechter Einstieg dafür, was er dann hinten raus im Petto hat. Ja, aber ist auch so ein Berliner Ding wieder, ne? Das ist einfach arrogant nach dem Motto, scheiß drauf, ich komm jetzt hier und rap erstmal. Ich hab nicht mal drüber nachgedacht. Voll gut. Also ich fand, auf dem ersten wirkte das alles auf mich ein bisschen gelangweilt. Auf dem zweiten Beat, der war ja so ein bisschen newschooliger, da hat er so ein bisschen Energy gezeigt, da fand ich ihn auf jeden Fall fresher. Er hat auf dem zweiten dann wieder so einen eher, so eher normaleren Flow gehabt, da fand ich, hat er auf jeden Fall lyrisch so ein paar Momente, wo ich hart schmunzeln musste. Alles in allem ist wahrscheinlich auch so ein bisschen der Spontanität geschuldet. Waren die Lines so ein bisschen random, wie beim ersten auch so ein bisschen. Ich finde, sobald es irgendwie ums Bitches ficken oder keine Ahnung geht und ich mir denke, Bruder, als ob, so, weißt du, das ist einfach so Sachen, wo ich mir denke, okay, das hättest du irgendwie smarter lösen können und es finde ich immer ein bisschen langweilig. Andere Sachen fand ich total funny, wo er sagt, was sagt er mit Bitch guckt wie eine Ente, ey, funny, auf jeden Fall, fand ich richtig funny. So. Also hatte auf jeden Fall gute Momente, ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen nuschelig von der Delivery her, der zweite war fresh vom Flow her, fand ich aber nicht so von Lyrik, nix so bahnbrechendes, sorry Bruder, aber stabil. Ich glaube ihm gerade nicht ein Wort, er kann der weirdste Motherfucker sein, vielleicht ist er das sogar auch, ey, wirklich nicht disrespektierlich wirken, aber... Schwierig. Bei Esmo, wie gesagt, würde mich nicht wundern, wenn der schon 3 Hits draußen hat. Man kriegt ja gar nicht mehr so, weißt du, die Rapper pappen ja alle eh irgendwie in ihren eigenen Bubbles und das hat sich so gut angehört. Den, mal gucken, also bisher ist auf Schirm behalten auf jeden Fall. Der Esmo ist für mich, krass. Der kriegt einen Kreis um seinen Namen hier. Ich habe auch schon bei Abu und bei Esmo. Was geht? Hi, ich bin Kaski, ich komme aus Saarbrücken. Kaski aus Saarbrücken. Das mag er doch wieder, wahrscheinlich patriotisch. Sag mal Reim auf Saarbrücken. Saarbrücken? Arsch zwicken. Oh, Digga. Ja, Digga, ich muss doch schnell... Arm drücken ist auch... Das ist der ganz normale Reim. Ja, sorry, Alter. Araberrücken. Wofür sonst? Wir haben immer gesagt, je länger der Weg, desto größer der Respekt. Magda hat den Weg hier auch geschafft, das kann jeder.
Ich habe, glaube ich, insgesamt 250, 300 Bars geschrieben und alle anderen verworfen, weil die einfach scheiße waren. Jetzt erwarte ich so Mathematik-Rap. So Reim-Silbenzähler-Rap. Nachdem, was er da gerade gesagt hat, mit ich habe 300 Bars und dann 200 gestrichen. Du kannst also. Wird wieder der Double Rhyme Generator ausgefuckt, Alter. Ja, das Platz zu füllen, sag ich mal, quasi. Der Generator hat einfach zu viel Wörter ausgefuckt. Digga, shit, Mann, ich hätte das Gate keepen müssen. Jetzt alle Leute werden Toten rausholen mit diese. Ich schwöre. Digga, Double Rhyme. Aber Generator. So krass ist auch nicht. Also die meisten haben die dann trotzdem nicht da drin stehen, die krassesten. Das. Ja, also kann man den editen? Kann man da so Reime hinzufügen? Ja, ja, ich habe so viel schon hinzugefügt, Alter. Dann macht man diesen von Splishy Splashy auf. Stimmt, Digga, das ist gleich noch. Mit deinem Browser. Gehen wir gleich direkt drauf. Der fehlt noch. Ja, ich will die Welt erobern. Die Welt gehört mir. Kaufe ich ihm nicht ab. Dass er die Welt erobern will? Kann keiner so viel macht wie du, falsche Entourage. Nach 10 Tagen um die Welt kommst du nicht nach. Jetzt bin ich natürlich so doof gewesen, hab nicht mitbekommen, woher er kommt. Woher kommt er? Saarbrücken, ja. Krass, weil der Beat ist, er produziert auch selber, feiere ich immer, wenn Leute selber sich produzieren. Ist ja voll so Anfang 2000er West-Berlin-Vibe eigentlich schon fast. Ne? Das bringt einen so. Bringt voll einen in den Film. Seh das, was ich noch nie gesehen habe, verwerf mehr Texte, als ich schreibe. Verwerf mehr Texte, als ich schreibe. Ich finde es voll schwierig, weil das ist so gar nicht mein Style, aber es ist halt trotzdem voll gut und es ist halt voll der Liebhaber-Rap und was er sagt, ist auch stabil. Aber ich brauche halt so was Toxisches und das ist halt voll der Liebe. Das ist so voll so. Ja, ich muss mal noch weiter zuhören, ich kann das jetzt noch nicht einschätzen, ehrlich gesagt. Ja. Ich finde es richtig gut, ich glaube ihm, also. Man merkt schon noch, das ist so ein bisschen amateurhaft so ein Stück weit, ne? Aber es hat was Charmantes so und irgendwie zieht es mich zumindest so in einen gewissen Bann und man hört da dann auch gerne zu. Ich glaube, um so einen großen Sprung vielleicht für eine Karriere, da muss man schon noch mal 2, 3, 4 Sachen wahrscheinlich berücksichtigen. So. Aber es hat auf jeden Fall was. Inflation hittet alle Ticken, Kilo waren nie ein Rapper, weil ich nie so war. Da hat er aber gerade zwischen den paar Bars und den Bars, die jetzt kommen, welche gestrichen. Der Übergang war jetzt irgendwie nicht so ganz deutlich, wie er vom Bus in Hamburg jetzt bei den Streaming-Zahlen gelandet ist. Also ich bleib voll dabei, das ist so Liebhaber-Nischen-Rap. Ja, ich find's zu verwirrt. Das ist überkrass, das wäre gelogen zu sagen, ich kann nicht rappen so. Und das find ich nicht. Ich find's nicht überkrass, ich find's total verwirrt. Aber irgendwas ist cool daran, so sein Stimmeinsatz und so, aber... Ich finde auch, dass diese Trap... dieses Tempo gar nicht zu ihm passt. Er müsste eigentlich so... Das weiß ich nicht, was besser passen würde. Ich kann ja nur das... 85 BPM nehmen. Du blutest für deine Zeit. Ich glaub dir doch, das ist kein Meilenstein. Nice, ich mag seinen Mut, Dinge anzusprechen, zu kritisieren. Finde ich echt cool. Würde mich interessieren, ob er das bewusst so macht oder ob das aus so einer gewissen Naivität entsteht, sei jetzt mal so, die aus meiner Sicht in der Musik immer dazugehört, ne? Und die auch notwendig ist. Am Ende des Tages geht es nicht um Hass, denn es geht um Liebe. Waren das 100 Bars? Ich bin mir nicht sicher. Aber ich kann auf jeden Fall verstehen, warum er sich nach der ersten Woche, warum er alles hinschmeißen wollte. Ich sagte, Bruder, der Beat war schuld. Das warst nicht du, das war nicht die Sache an sich, der Beat war schuld. Ist auch so ein Kandidat, wo mich echt mal ganze Songs interessieren würden. So, weil... ich eher dieses jetzt so Format, dass er so viele Bars hintereinander rappt, ne? Das ist dann eher das, was, wo ich jetzt so in meiner Position oder in dem, was mich sonst tagtäglich umgibt, dann eher vermutlich so ein bisschen ab einem gewissen Punkt gelangweilt bin. Aber guter Typ. Also würde ich mir gerne mal andere Sachen, richtige Songs noch reinziehen. Real Talk, also guck mal, ich fand die Delivery an sich passte zum Beat, absolut. Es war auch sehr artsy, er hat auch schon sehr viel Gefühl reingelegt und ich fand, Text hatte auf jeden Fall ein Message, also sehe ich auch, was er am Anfang gesagt hat, also Selbsteinschätzung fand ich sehr passend und wie gesagt, es passte auch alles irgendwie zum Beat, aber der Beat war einfach nur, ich wollte mir nach der Hälfte schon das Leben nehmen. Bruder, wie hast du es beim Schreiben geschafft? Ich wäre ausgerastet, ich glaube, ich hätte so Van Gogh-mäßig mir die Ohren abgerissen oder so. Wie hast du das nicht? Respekt dafür, dass du den Beat gefickt hast, hätte ich nicht gemacht. Respekt dafür, war sehr artsy. Interessant, sagt man bei sowas immer, finde ich. Also interessant. Trifft es ganz. Wenn du nicht weißt, was du sagen sollst, sagst du, du fandest es interessant. Ich fand das interessant. Wow, aber der Beat war grausam.
Keine Ahnung, Alter. Das ist immer schwierig. Ich finde, verwirrt ist das richtige Wort. Aber es passt irgendwie alles zusammen. Ja, ich sag, wie es ist. Das sind jetzt meine Notizen dazu. Wie heißt du? Woher kommst du? Ich heiße Godin, ich komme aus Frankfurt am Main. Oh, den kenne ich. Okay, aber ich bin natürlich neutrales Jurymitglied hier. Warte irgendwie etwas Unterhaltsames. Ich erwarte auch was Unterhaltsames. Ich hoffe, Digga. Okay, jetzt schon wilder Charakter. Leute, so funny, wir waren vor 2 Wochen erst bei ihm in Frankfurt. Er macht so Veranstaltungen und schreibt so Doktorarbeit drüber. Zieht auf jeden Fall euch rein, was er macht. Ich war ECE, erster Klasse. Hat er gemacht? Tschu-tschu. Hat er den Zug gemacht? Tschu-tschu. Aber auch in beide Kameras. Tschu-tschu. Er ist ein richtiger Performer. Während die Raketen fliegen über den Planeten. Kometen fliegen über den Planeten. Es ist völlig egal, ob das jetzt gut ist, was der macht. Der ist ein Crowdrocker. Der ist so einer. Die Leute sind dann so, wenn der so am Battle teilnehmen würde, 100%. Die würden seinen Namen schon schreien, bevor er auf der Bühne ist. Ist ein Einheizer. Ey, eigentlich, der bringt so viel mit, ne? Geiler, irgendwie krasser Charakter, spannend und so. Mich persönlich stört dann immer dieses, das ist ja nicht seine normale Stimme, ne? Das, der hat eine, also da merkt man irgendwie, das hat man vor 20 Jahren noch gemacht. Du hast so gesprochen und anders gerappt so. Heutzutage rappst du ja eigentlich nur mit deiner Stimme, wie du sie auch hast, so, ne? Und der benutzt auf einmal so eine künstliche Rapperstimme. Das lässt es automatisch. Der könnte den krassesten Flow jetzt auspacken. Nur durch diese Rapperstimme wirkt das automatisch so way back 15 Jahre alt. Was schade ist, so, weil der, glaube ich, echt ein guter Typ ist hier. Brauche kein Loberkampf, Lebenslauf, Totentanz. Mega gut eigentlich vom Entertainment-Faktor und alles, ne? Richtig gut. Ja, die Stimme. Digga, der rappt nur Quatsch. Das macht gar keinen Sinn, Digga. Und es ist auch aber echt, er performt es wie eine gut, Eins. Digga. Also mal wirklich Real Talk. Aber er performt, als ob es so krass er ist. Er sieht ja auch ein bisschen ähnlich auf diesem Screenshot. Mit der Brille? Du hast recht, bisschen, ja. Toten aus Kurt. Guck mal, bitte, guck mal. Du musst euch diese Kamera einmal sehen. Könnte es nicht dein Bruder sein? Oh, sorry, Bruder. Bro. Überkrass. Ich frag mich nur, weißt du, der, ich glaube, mit dem geht man mal einen saufen, weißt du? Ja. Mit dem geht man nicht ins Studio, mit dem geht man einen saufen. Ey, sogar voll gerne. Ich sag dir ehrlich, Codini, wenn du das siehst, Alter, und in Moabit bist, lass mal richtig einen saufen in der Quelle, oder? Lass mal mit dem in die Quelle. Ja, ich würde gerne wissen, was er in der Jukebox anmacht. Verstehe leider auch nicht alles bei ihm, ehrlicherweise, aber ja, schade. Da ist eigentlich Potenzial da, ne? So. Also bringt ganz viel mit durch seine Attitude und alles so. Aber irgendwie. Ich werde bouncen, ich werde breaken, ich werde tanzen auf ihren Gräbern. Was für ein harter Schatz, ja. Leidenschaft geht weg, Leidenschaft kommt wieder. Wir sind nicht erwachsen, wir sind alte Kinder. Codini, Top Tier Germany 2024. Das waren auf jeden Fall 100 Bars. Das war auf jeden Fall, das ist, da, ich glaube, also ich hab, wow. Ich muss das jetzt erstmal alles zusammenkriegen, das war viel. Ich wusste gar nicht, dass er so böse spucken kann, also nicht schlecht. Also ich fand es echt gut, ich fand Zusammenspiel von Flow und Delivery sehr, 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 sehr dope. Also sehr viel Energie, ich hatte gar nicht gewusst, dass der Kleine so viel Energie am Mike hat, Alter. Was geht? Wow. Dope, echt dope. Hat mich sehr überrascht, hat mich sehr überzeugt auf jeden Fall. Fand ich sehr, sehr dope. Fand ich bisher mit, ich glaube, wer war das? Aburash. So von der Delivery her auch am sichersten, am selbstsichersten, so am Mikrofon sehr, 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 sehr souverän. Dope, sehr dope. Tiesta, wo holst du so eine Leute her? Wo? Was ist da los? Ist ja unglaublich. Wo habt ihr den her? Das Geile ist bei ihm, ne? Ich sag mal, so gute Musik kannst du ja irgendwie lernen. Das ist ja alles irgendwie ein Handwerk und da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ein Charakter zu sein, kannst du nicht lernen. Der Typ ist, glaube ich, wirklich ein Charakter. Und ich glaube, wenn du den vernünftig berätst und der ein bisschen offen ist und den die richtigen Produzenten zur Seite stellt, dann kann das echt was sein und was werden. Der müsste nur ein bisschen offen sein, so, weil der ist auf jeden Fall ein Typ. So, ein Typ kannst du nicht sein, ne? Entweder du bist ein Typ oder du bist kein Typ. So, Aburash ja auch, das ist irgendwie so ein Typ. So, ne?
Und er ist auf jeden Fall auch ein Typ. Aber die Mucke ist leider, da müssen wir nochmal ran, Jungs. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Was habe ich gerade gesagt? Beat-Auswahl war sehr dope, hat mich sehr, sehr entertained insgesamt. Also auch von der Strukturierung her, von den Übergängen, alles sehr selbstsicher. Das A Cappella-Ende fand ich sehr nice. Es hat dem Ganzen irgendwie nochmal so ein Abschluss gegeben, insgesamt sehr runde 100 Bars. Nice. Eigentlich cool, das kannst du so auf die Spitze treiben. Ne? Die Produktion muss noch viel mehr auf die 12 gehen und er muss noch mehr ausflippen dann. Am allerkrassesten ist seine Selbstüberzeugung. Ja. Das ist so krass. Und das feiere ich auch. Egal wie wack es ist oder so. Ihm glaube ich, dass er die Welt übernehmen will. Ihm glaube ich 100%, dass er die Welt übernehmen will. Er ist sogar dabei, glaube ich. Ich glaube, er ist näher dran, als wir denken. Auch. Er hat irgendwo noch seinen anderen Pinky- und Brain-Partner, und jeden Tag arbeiten die dran. Jetzt bin ich seit 3-4 Monaten in Berlin ungefähr, Ach, so frisch? So frisch, ja. Okay. Wie heißt der noch? So Rafa? Raphael, Dicker. Name wäre vielleicht kreativ gewesen. Und im Winter kommt, glaube ich, nochmal diese ganze Crack-Junkie-Scheiße noch mehr hoch als eh schon. Das sagen auch nur Zugezogene, ne? Das können nur Zugezogene sagen. Das ist, als richtiger Berliner ist doch Berlin cool. Als richtiger Berliner ist Berlin im Winter cool. So. Wir lieben doch unsere Zugezogenen. Nils Hofmann. Er macht mit Crack Valley, wir machen ein Label. Ich bin hinterhergekommen, um die Sache einfach voranzubringen, weißt du, um präsent vor Ort zu sein. Wenn du mit Crack bist, bist du, dann ist alles fein. Du bist voll drin und erzählst mir von zig Marken. Doch siehst du aus, als würde deine Jacke dich tragen. Rap ist geil, ist cool. Was sagst du? Hey, ich find's besser als ich dachte auf jeden Fall. Aber es ist das ähnliche Thema wie bei dem zweiten. Es ist so ein bisschen, es ist mir nicht toxisch genug einfach. Weißt du, was ich meine? Zweiten? Bei Wayne? Nee, dann meine ich den. Nee, also das Talk, das ist dein Film. Wen meine ich denn jetzt, Alter? Du meinst Kaski, den Verwirrten. Ja, genau. Wie auch immer. Aber das ist richtig gut trotzdem. Also ich hatte die ganze Zeit Bock zuzuhören, auch wenn es mich teilweise überhaupt nicht angesprochen hat. Das ist ganz gut. Ja, Dicker, das ist das, was ich meine. Es wäre unfair, jetzt das daraufhin zu bewerten. Es ist ein bisschen schwer, den am Ende zu sehen. Ich glaube, wenn ich den am Anfang gesehen hätte von allen, hätte ich das noch besser gefunden. Ja. Codini. Er ist wirklich nach Codini. Na komm. Ich muss noch ein bisschen zuhören. Ich werde ein Star, wenn ich mal groß bin. Wussten, als ich klein war, auf dem Schulhof auf die Großen. Auch unfassbarer Beat. Ich weiß nicht, hat er den selber gemacht auch, oder? Ich glaube, das ist der Freebeat. Ja, richtig, also geiler Geschmack, wenn er den gepickt hat. Richtig gut, rappt gut, geile Delivery, jedes Wort sitzt. Bevor ich zu tief drin steck, bring ich Deutschrap ins Bett und bin am nächsten Morgen weg. Habe ich safe nicht erwartet. Und ich finde, von all denen ist er derjenige, wo ich jetzt am ersten Bock hätte, dass ich ein Lied von ihm höre. Also so für meinen persönlichen Geschmack. Safe. Also bei mir nicht. Ich weiß nicht, ob er jetzt so der Ding wäre, der krasse Crowdrocker. Mhm. Ist auch schwer, mit diesen 100 Bars, Dicker, jetzt zu gucken, ob der, weißt du, Codini, der hat auf jeden Fall gezeigt, dass er die Crowdrocken kann. Hier, auch wenn ich das niemals privat hören würde. Ich fand die Beatwahl sehr smooth. Fast schon leider ein bisschen zu smooth. Also ich fand seine Stimme auf dem Beat auch eigentlich sehr angenehm, aber die Delivery auf 100 Bars, ich weiß nicht, ob es 100 Bars waren, es waren auf jeden Fall viele Bars, er hat auf jeden Fall viele Bars gespittet. Fand ich aber teilweise sehr unsicher, beziehungsweise er hört sich gut auf dem Beat an, aber hier und da waren so kleine Flow-Failer drin, die sich so ein bisschen, ja, fast schon gefreestyled, würde ich sagen, angehört haben. Und aus lyrisch so, so kleine Zweckmomente einfach, die ich eher so in Freestyles eher anordne, als jetzt in dopen Bars. So, fand ich insgesamt angenehm, aber hinten raus ein bisschen zu langweilig. Richtig guter, stabiler Rap ist auch wieder so ein Ding, wo ich so denke, ey, rap doch mal bitte nur 12 oder 16 Takte und eine Hook und dann, das würde ich gerne mal hören. Das ist echt nice. War jetzt nicht wack oder sowas, aber war stabil auch wieder, gut gerappt, bis auf diese kleinen Momente, wo es ein bisschen gehaspelt hat.
insgesamt eine stabile Leistung, aber ein bisschen langweilig. Also, was mir wirklich gefällt, ist, dass er mit sich selber ins Gericht geht, dass er wirklich sich öffnet, dass der auch mal so Sachen raushaut, hier wie zum Beispiel, ich muss hören von meiner Alten, ich bin der Beste und so. Der geht hart mit sich selber ins Gericht, ist ehrlich, offen, klar, rappt gut, aber nichtsdestotrotz ist es einfach nicht meine Art und Weise von Mucke, das muss ich aber jetzt mal ausblenden und ich muss sagen, es ist besser, als ich auf jeden Fall auch erwartet habe, so aber ein bisschen monoton. Ich glaube, ich muss das einblenden, weißt du, damit ich eine so ehrliche Antwort jetzt am Ende gebe, wen ich hier gewinnen lasse. Ja, das ist jetzt meine Einschätzung so nach jedem. Ich finde es sehr interessant. Ich finde es gar nicht so einfach, aber ich habe, glaube ich, zwei Favoriten auch. Jetzt muss ich mir echt überlegen. Es geht ja darum, glaube ich, zwei Leute zu finden, die ich jetzt am besten fand. Weil ich bin ja nicht hier, um dann am Ende so die Masse zu repräsentieren, sondern um meinen eigenen Geschmack am Ende rauszulassen. Und ich hätte, wenn er jetzt nicht gut gewesen wäre, dann hätte Codini meinen Punkt bekommen. Okay, also, wir machen es kurz und schmerzlos. Ich nehme meine beiden Favoriten. Jeweils, weil die einfach am sichersten mit den Beats umgegangen sind. Vom Flow her am nicesten, finde ich, auf diese Länge her damit gearbeitet haben, ohne dass die Energie irgendwie gelitten hat, dass die irgendwie mich irgendwo gelangweilt hat oder sowas. Auch die Beat-Zusammenarbeit allgemein so auf dem Beat war einfach bei den beiden, fand ich, am besten. Die Delivery am sichersten. Die Beats fand ich sehr, sehr nice. Also ich muss sagen, Karski war zum Beispiel bei mir auch eigentlich, hättest du nicht so einen grausamen Beat gehabt, Bruder, glaube ich, dass du mich echt abgeholt hättest. Raphael zum Beispiel fand ich sehr, sehr nice einen Beat, aber da hat mich die Delivery zum Beispiel gar nicht abgeholt. Dann fand ich hier und da so allgemein die Bars, also wenn es zu sehr irgendwie um dieses Fick-Flexen oder dieses Pseudo-Flexen ging, holt mich das auch nicht wirklich ab, finde ich auch nicht super smart. Da fand ich das zum Beispiel eigentlich bei dem, der das mit am meisten gesagt hat, dass es bei ihm irgendwie stattfindet, das fand ich eigentlich mit am smartesten gelöst. Also Abu Rasch ist auf jeden Fall für mich der ist gesetzt, der da gibt es gar keine Diskussion. Und bei dem zweiten bin ich echt ein bisschen hin und her gerissen zwischen tatsächlich Raphael, ne, heißt er, glaube ich. Und Ferry. Ferry ist halt so ein spannender Charakter, der irgendwie total widersprüchliche Lines hat und irgendwie faszinierend ist. Und er hier ist einfach so ein richtig guter Rapper, ne? Der rappt richtig gut. Boah, schwierig. Schwierig. Darf ich auch drei nehmen? Nein, ne? Bei Codini und bei Abu Rasch fand ich das einfach, wie er auf dem Beat gearbeitet hat, einfach super, super nice. Mit nur einem Beat-Switch drin fand ich auch sehr angenehm. Bei Codini waren es zwei Beat-Switches, fand ich aber sehr, 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 sehr gut gewählt und eben auch die Delivery da drauf sehr rund allgemein. Deswegen sind meine beiden Favoriten Abu Rasch und Codini. Ich glaube, bei Raphael ist so, der wird auf jeden Fall eine gute Crew mitbringen und da wird es, glaube ich, richtig, richtig abgehen. Ich würde mich an dem Punkt trotzdem dann für Ferry entscheiden, weil ich dem nochmal andere Entertainment-Qualitäten mitbringe. Also wenn es um Live-Potenzial geht und nicht darum geht, wer macht vielleicht den besseren Song, weil das sehe ich bei Raphael tatsächlich, dass er, gehe ich davon aus, den besseren Song machen würde. Aber dadurch, dass es um Live geht, würde ich mich dann für Abu Rasch und für Ferry entscheiden, tatsächlich. Ich glaube, Ferry kann gut entertainen. Das ist meine Empfehlung. Dann also ich mach's kurz und knapp, ich sag Esmo und Abu Rasch. Ja, für mich ist Esmo und Raphael. Ja, Mann.
Mann, aber Codini, Dicker. Codini ist auf jeden Fall Gewinner der Herzen. Die anderen auch. Safe. Ich weiß nicht, also das ist auch echt bei so einem Ding immer eine Nummer, wenn wer so in welcher Reihenfolge kommt. Wenn jetzt Ferry später gekommen wäre, hätte ich den vielleicht auch besser gefunden. Codini als erstes, dann hätten es alle schwer gehabt. Glückwunsch. Ja. Natürlich trotzdem Respekt an alle anderen MCs. Auf jeden Fall dope Leistung, sich hinzustellen und 100 Bars zu spitten. Leute, das ist gar nicht mal so einfach, das Ganze am Stück zu machen. Deswegen größten Respekt an alle, die's, die abgeliefert haben. Hier ist mein Mittelfinger. Liebe Grüße von meinem Mittelfinger an euch. Nochmal für den Abschluss. Sie ist eine 10 von 10. Sie in ihrem Dekolleté. Sie ist eine 10 von 10. Also, Abu Rush hat auf jeden Fall 3 Punkte, hat die Judges komplett überzeugt und ist damit safe dabei. Den sehen wir am 13.04. definitiv in der Cypher den nächsten Track performen. Was die anderen Votes angeht, könnt ihr jetzt mitentscheiden. 2 Punkte sind für Esmo, 1 Punkt für Ferry, 1 Punkt für Raphael, 1 Punkt für Codini. Jetzt wird's spannend. Ihr könnt nämlich jetzt mit eurem Vote entweder Esmo bestätigen und dann haben wir das Finale zwischen Esmo und Abu Rush in der Cypher, oder ihr wählt einen von den anderen dreien und dann haben wir ein Vorab-Track-Match in der Cypher. Das ist natürlich schwieriger für die ersten beiden, denn die müssen dann 2 Tracks für den Abend mitbringen. Aber das freut uns, denn wir haben am Ende mehr. Ich bin gespannt, ob ihr das Voting der Judges bestätigt mit Esmo oder ob ihr einen der anderen drei Kandidaten wählt. Denn jetzt ist der Ausgang immer noch offen, wen wir am 13.04. in der Cypher sehen. Ich bin gespannt, wählt euren Favoriten. Top-Tier-Challenge. Peace.